Hallo und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Clockwork Empires. Ich weiß, ich habe in der letzten Runde was anderes gesagt, aber damit das Feuer so ein bisschen drin bleibt, habe ich gedacht, wir gehen mal in die Tropen. Also, die Tropen haben Schwierigkeitsgrad Stufe 2. Und das Level oder die Gegend, die wir hier haben, hat eine, wie heißt es noch hier? Dropout Rate von 3. Das heißt, ein Grad schwieriger bei gleichem Output an Material. So, wir fangen erstmal wieder an mit dem Plot hier. Also ein bisschen sauber. Da können wir noch Pilze sammeln und das Gras hier muss weg. Hier haben wir auch endlich diese Lackörbäume. Die Lackbäume. Ah, spielt zu lange. Husch. Hab ich schon gesagt? Ja, hatte ich gesagt. Und damit können wir dann auch lackierte Planken herstellen, die wir dann für erweiterte Gebäude brauchen. Vor allen Dingen für die Kirche. Wird nicht lange dauern, da kommen die Essen schon wieder und wollen eine Kirche haben. Ach ja, Schnecke. Naturgetreu. Ja, 1:1 übernommen. Gut, wir haben 6 Aufgaben, das heißt, ich sammle noch schön die Sachen in die Häuser. Gott. Ach ja, wir haben ja freie Arbeiter. Weisen wir es mal zu. Dann können wir schon mal vorsorglich ein bisschen Holz hacken. Bisschen begradigen. Gut, und dann können wir uns auch schon den Charakter bauen. Positionieren alles mal ein bisschen anders hier. Nicht so. Können wir nämlich zwei Workshops so bauen, dass sie direkt da zum Plot gehen. Den, den. Fenster bauen. So. Schon Tea Time? Jo, natürlich ist Tea Time. Es ist immer Tea Time. Sagen, bei dem Spiel gefällt mir die Anfangsphase am besten, wo man dann einfach hier erstmal sauber macht und die grundlegenden Sachen baut. Aber natürlich, am Anfang hat man von allen Ressourcen noch genug. Und dann wird alles ein bisschen magerer. Steine könnt ihr schlagen. Und hier der Bambus, der das Holz. Den Baum nehmen wir. Kann noch mal ein bisschen Lack sammeln. Kann man nämlich auch gut verkaufen. Dem direkt Ziegel machen können. Wenn der Lehm weg ist, dann kommt an die Stelle auch direkt Dingenskirchen. Na, wie nennt sich's noch? Der Steinarbeiter. Gut, 9 von 7. Ist nicht ideal, aber das hauptsächlich Aufräumen ist, was wir da gesagt haben. Wollte das schnell reduzieren. Gut, wenn der das Modul hier fertig ist, können wir auch schon den Carpenter reinsetzen. Ah, haben wir denn einen guten Carpenter? Natürlich nicht. Was kannst du? Naturalist. Kriegsführung, du bist Bauer. Und dann. Nein. Erstmal Assembly Workbench. Judy! Hier hinten möchte ich gerne ein Feld hin. Was haben wir denn? Wir haben Chili Peppers. Und wir haben Tee und wir haben Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir auf dieser Karte für die Alkoholherstellung. Hier mache ich das Chili-Feld hin. Da, nee, das ist doof. Ich möchte das Feld gerne neben der Küche haben, die wir bauen werden. Dann haben wir noch Platz dazwischen. Wir haben hier noch Platz dazwischen. Die
Räume kann man auch entfernen, aber das finde ich immer ein bisschen schade. Was denn, wenn wir die Küche... Zwischendinge. Das ist zwar nicht besonders optisch anregend, aber... es wird seinen Zweck erfüllen. Zwei, drei. So, da sind noch Pilze. Habe ich die schon zum Foragen eingegeben? Ach, du hast die Workbench schon fertig. Dann machst du... ja, 10. Und dann den Carpenter setzt die Workbench rein. Chili-Feld setzen. Ah, wunderbar. Und unser... haben wir dann jemanden besser als 3. Der mit Farming 3 hat auch schon Arbeiter. Juli, dann sammelt mal den restlichen Scheiß ein. Was haben wir da? Sphalerit. Ah. Der Baum hier, der ist mir... oh mein Gott. Geht schon los hier mit Fleisch. Nee. Verwundet ist keiner, oder? Nee, sehr gut. Und schon wieder Tea Time. Ordnung geschaffen hier. Müssen wir auch gleich anfangen, das ein bisschen zu begradigen. Oh, 11 von 5, ja. Dann gedulden wir uns ein bisschen. Pilze haben wir 38. Dann kann in der Küche erstmal jetzt ein Topf gebastelt werden. Wo ist denn der Baum hin? Habe ich den auch weggemacht? Gut, wenn er so ist. Ja. Weil es geht. Gut, die Küche steht. Dann müssen die Öfen nur noch aufgebaut werden. Wo man einen Ofen braucht. Ja, Stein und Holz. Was können wir machen? Hier können wir noch... schon mal die Keramikwerkbank fertig. So, und du gehst runter. Gut, 4 von 5. Das freut das Herz. Haben wir denn einen guten Koch? Das sieht doch schön aus. Mal so. Und so. Es ist nicht das beste Essen, aber es ist Essen. Ja, und wie jedes Mal zu Anfang müssen unsere Arbeiter erstmal auf dem Fußboden schlafen. Da begradigen wir das Ganze mal. Warum haben wir denn die Wohnhäuser hin? Hier am besten. Ne? Da ist schon viel Platz. Da müssen wir keine Laborbäume abreißen. Ja, zu wenig Militär, ich weiß. Dann machen wir das erstmal. Eine Baracke. Machen wir mal das Essen drüber, das macht normalerweise nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe, war hier noch so ein Pilzchen drunter. Judy. Na, was wird denn hier? Danke. Sollte ja gleich sein. Ja, wunderbar.
Dann pausieren wir das Ganze mal kurz. Das ist so, da. Machen wir genauso groß, da, vielleicht einen breiter. Wegen der Hochöfen. Na, Hochöfen sind es ja nicht, wegen der kleinen Öfen. Da, der kommt da hin und dann haben wir die auf der anderen Seite. Fenster ums Haus. Gut. Du bist fertig. Dann. Zack. Gut, nächstes Ziel. Wir sind. Da können wir ja schon hier. Ah, machen wir mit 4 Betten. Hier fehlen Planken. Holz, Hammer. Ah, nicht mehr so viel. Oben war das so viel Gebäumse. Ich will hier schon wieder zu weit weg. Trotzdem mal ein bisschen aufräumen. Wenn wir von einem genug haben, dann sind es Pilze. Die schon mal bauen. Dann können wir nämlich hier schon mal Chili Stew. Farmers Stew könnten wir doch, glaube ich, auch rausbauen. Wallet. Treffenbombe. Kommen wir auf 20. Damit unsere Aufseher auch was zu schnackseln haben, ne? Und wir brauchen mehr Holz. Das sind schon zu viele Zuweisungen, aber. Die wichtige Arbeit wird ja jetzt erstmal von den Aufsehern gemacht, die schon irgendwo drin arbeiten, sprich Holz und Futter. Ja. Grundversorgung mit Essen haben wir auf jeden Fall schon mal fertiggestellt. Dann, wie gesagt, die nächsten Schritte: Holz. Nicht Holz, Wohngebäude. Erstmal Wohngebäude für die Arbeiter. Und dann natürlich für die Aufseher. Aber dafür muss erstmal der Keramik-Workshop fertig sein. Du magst keine Käfer, oder? Oh. Lonely and awful. Oh. Aha, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass jemand gerne eine große Kolonie hätte, um glücklich zu sein. Hm. Gut, ein neuer Tag. Hier, das Holz war weg. Kann man auch was schlagen. Ah, da habt ihr gesehen, die wollte schon wieder nach Hause. So, jetzt 24. Ach, deswegen, weil ich das in Auftrag die Betten schon gegeben habe. Ich bin ein Held. Ja, wir haben einen bewölkten Tag, das heißt weniger Wachstum. Gebäude da, zack. Da wird schon wieder angegriffen. So, wir haben 4 Betten, ne? Oder haben wir 5 Betten? Das heißt mal 8. 2, 4, 6. Ne, mal 4. Was rechne ich denn da? Gebäude, Housing, zack. Ne, doch. Jetzt völlig bescheuert.
können auch mal sechs machen. Indem wir Betten nebeneinander stellen. Türchen. Ist auch toll, dass er sich wegdreht, während er das Viech angreift. Oh. Oder weglaufen. So, jetzt. Ah, da ist er. Ist auch praktisch, dass die Dorfbewohner einfach alles essen. Oh, unser Plot ist voll. Da brauchen wir nochmal 9. Oder auch nicht. Aufträge habe ich dann vergeben, sag mal. Gebäude bauen, Bäume fällen, sammeln. Boah, ja doch. Läppert sich, ne? Ich habe schon gesagt, dass ihr das planieren sollt. Meine, ja, das ist er hier, oder? Ja. Gut, dann müssen wir ein bisschen warten. Jetzt hier alle nix. Ah, ja, das Wohnhaus wird schon gebaut. Zwei Arbeiter können hier rein. Hier erstmal ein bisschen Ruhe hier. Ach. Jetzt ist auf einmal 11. Oh, ich habe gar nichts gesagt. Jetzt mehr Platz, weil sie die Betten wegmachen. Oder hier mit 4 Betten, oder? Ne, 3 Betten. Ah, wir sind runter auf 8. Das ist toll. Bäume haben sie gefällt. Da noch hin. Was hier dann? Käferfleisch, oder? Ja. Ist da hin. Der Käfer war hier. Ist jemand da hingelaufen und dann wollte er wahrscheinlich nach Hause und hat es dann fallen gelassen. Aha. Als hätte er mich gehört. Noch Sand? Ah, die ersten Banditen sind schon da. Weil wir stolze Kolonialisten vom Clockwork Empire sind, werden uns verteidigen. Was ist los? Wie, schon der erste Banditenangriff? Oh, dann hier, nicht in der Küche und nicht auf dem Feld. Zack und zack. Ihr seid jetzt Soldaten. Oh mein Gott, mein Aufseher ist schon fast tot. Diesmal begraben wir euch. Ja, doch. Wir sollten Respekt für die Toten zeigen. Wenn wir es nicht tun, dann gibt es bestimmt Ärger von irgendwem. Gut, hier. Ein bisschen Dünger für die Felder. Ich wollte dazu eigentlich was ganz anderes hinsetzen, aber. Das muss. Geh nach Hause, Mann! Dir geht's nicht gut. Oder Frau. Puh. Gut, der Keramik-Workshop ist bald fertig. Das heißt, wir können bald anfangen mit Lehmziegel. Mal weg, dann können die hier nämlich planieren und dann kann hier der zweite Plot hin. Das ist doch Plot, oder? Stockball. Ja. Ich hätte die Tür auf die andere Seite bringen sollen für die Küche, aber nun ja. Holz noch 19. Ah, die Kinder können wir auch schlachten.
Fehler gemacht. Nein, hier ist ein Obelisk. Oh, das wird gleich lustig. Das Deck, was rauskommt, ist immer größer als der Käfer, ist auch witzig. Ja, nützt hier nichts. Einmal guten Brenner. Nee. Seit 3. Wie viel Wissenschaft haben wir denn hier dabei? Das ist ja Wahnsinn. Fliegen. 19. Machen wir auch mal 19 Ziegel. Ah, die Bergbank ist fertig, ne? Das sind jetzt zwei Dekorwerkbänke. Der erste kommt hier rein. Schliffen, ne? Ach, immer diese zwischenzeitliche Warterei. Die ersten Ziegel sind fertig, das heißt, wir können den Bauplan für das. Oder auch nicht. Ah, das sieht ja schlimm aus hier. Hier möchte ich gerne noch ein zweites Chili-Feld hinsetzen. Ne, das nächste. Wir müssen erstmal ein bisschen planieren, damit es vernünftig ist. Doch, könnte da sauber machen. Oh. Komisch. Keine Markierung der Karte. Zweiten Stockball direkt daneben setzen. Schade, dass er den nicht kombiniert. Aber man kann nicht alles haben, ne? Da ist die Schnecke wieder. Schnelle Schnecke. Das war mal wieder ein glatter Fall. Mehr Angst vor uns als wir vor ihr. Oh, schon wieder da. Gehst du mir an die Pilze oder was? Tatsache. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, weint um den Banditen. Er hat euch sicher viel bedeutet. Jahrelange Freundschaft. Alles so traurig. Nee. Ach, hab ich doch gerade schon gesagt. Aber das Symbol war ja nicht da. Ah, Immigranten. Was haben wir denn? Vier Arbeiter. Gut, dann wieder eine Küche. Einer auf die Farben. Einer so. Einer so. Dass alles ein bisschen schneller vorangeht. Ah, sie sind am Sortieren. Gott sei Dank. Ich die zweiten Stockwerke gar nicht gebraucht. Wenn das hier ein bisschen platter ist, dann kommt dahinter das Wohngebäude. Dann werde ich auch mal versuchen, nicht lang zu bauen, sondern rund zu bauen. Also, dass wir dann hier oben dann weitermachen. Die Karte aus Versüffeln so. Okay. Joa. Oha, Steine, ja, wie viel haben wir davon? 13. Könnte mehr sein. Ist das Planieren hier sofort fertig? Mal gucken, wie viel Platz wir haben. Machen wir mal wieder für 5 Leute im Haus. Mal 10. Diesmal spare ich nicht so viel mit dem Arbeiterhaus da oben, weil wir ja noch diese komischen Tisch- und Stuhlsets da rein dengeln müssen.
Mangels wieder an Holz und Bett müssen wir auch machen. Also Mangels uns deswegen auch wieder an Holz. Laufseher haben wir dann total 7. Ja, dann brauchen wir mindestens 2 Häuser mehr. Ist ja alles ideal hier. Schon ein bisschen platt. Auch. Dauert jetzt auch gar nicht lange, da wir so viele Aufseher haben. Ich wundere mich immer wieder über die Tea-Timer. Seid ihr fertig mit den Pilzen? Dann kommt hier. Wie viel haben wir davon? 40 und 57. Mal mindestens 30 so als Notversorgung. Geht ja doch groß vonstatten. Was arbeiten die denn nicht? Küche nicht, Keramik, Carpenter auch. Was dann trotzdem unten angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung. Ein Shop können wir noch mehr bauen. Würde ich dann gerne schon direkt mit dem Labor anfangen, damit wir uns da schnell weiterentwickeln können. Das sieht mir schlecht aus. Konnte man doch hier. Ach, wir haben gar keine normale Workbench hier drin. Na, ist ja super. Machst du erstmal hier eine Assembly Workbench. Der große Ofen, damit wir Glas schmelzen können. Und es ist Nacht. Und es ist dunkel. Eine Kirche hatten wir beim letzten Mal ja auch nicht. Das heißt beim letzten Mal, bei der letzten Kolonie. Es wundert mich, dass daraus keine Kultisten gewachsen sind, weil das Spiel sagt, ich habe die Betten gar nicht platziert. Ich hätte. Ah, wieder Fischmenschen unterwegs. Die Siedler. Kolonisten suchen sich ihren Glauben ja selbst, wenn sie keine Kirche haben. Und dann beten sie halt irgendwas an, was sie gerade finden. Mit wechselhaft guten Ergebnissen. Für uns. Die Jungs und Mädels haben tatsächlich Spaß dran. Aber das ist doch etwas nervig. Ja, was heißt nervig? Es kann zum Untergang der Kolonie führen. Gut, wir haben wieder Fischmenschen gesehen und gehen wir wieder friedlich mit denen. Ach, die laufen direkt durch die Kolonie. Was ist das hier? Ne, da hat ein Kugelfisch auf dem Kopf. Ich finde den Typen mit der Taucherglocke ja am besten. Und, macht ihn nur Ärger, wenn sie Ärger macht. Das Holz hier kann weg. Jetzt habe ich da 2 Aufträge draus gemacht. Aber nee. Ah, hier ist auch noch Holz. Hab ich's vergessen? Na, so komm. Nee, die Kurve war gut gesorgt. Das ist am wichtigsten. Stand der Kolonie. Keramischen Ofen. Keramischen Ofen. Keramikofen. Aber klingt gut, klingt professionell. Was habt ihr hier schon wieder gefunden? Oh, hier um den Obelisken. Wo ist er denn? War doch ein Obelisk? Ich hab's so gesehen. Gerne einzäunen. Die schießt wieder frisch und fröhlich von alleine durch die Gegend. Ja, macht Spaß.
Essen ist auf jeden Fall genug da. Sind Chili, Farmer. Und die Reihenfolge dann richtig. Holzhammer 2. Brauchen 14. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Das Loch, das können wir auch mal hier schließen. Und foragieren hier. Ah, ein bisschen. Kokospalmen. Auch sammeln. Kann man auch Futter draus machen. Und Alkohol. Ja, gemerkt, sehr wichtig. Planken. Was ist das? Betten. Einmal Planken, wo sind die denn hingegangen? Ach, in die Betten sind die gegangen. Ja. Gleiches Problem wie vorhin mit den Pritschen. Die Hattie, die hört auch die Käfer aus 5 Kilometer Entfernung. Schneck. Okay. 7 von 2. Hätte ich die Betten vielleicht doch nach unten schieben wollen? Ja, machen wir das mal eben. Es nützt ja nichts, wenn wir die Betten haben, aber das Haus nicht steht. Da könnten wir noch aufschütten. Wegen des Holzbedarfs. Das Eisen, ne? Ja. Hämatit. Die Bricks sind fertig, das freut mich doch. Die sind doch noch drin. 30 haben wir noch übrig. Schön. Gut. Können wir gleich. Gleich. Doch gleich. Wenn der Ofen fertig ist, können wir schon mal platzieren. Können wir da Glas machen, Glasflaschen und damit dann die Science Material. Da brauchen wir noch Papier für und dafür brauchen wir Holz. Holz, Holz, Holz. Ja, den können wir schon mal fertig machen für die Eisenschmelze. Optische Qualität 4 oder besser. Na, schauen wir erstmal noch Sand haben 2. 2 Glas. Wo hatten wir die Arbeiter noch verteilt? Küche, kein Assignment. Kein Assignment. Achso, es ist die Time, du bist auf dem Feld. Verstanden. Das, wir müssen das beschleunigen. Deswegen hier Carpenter. Kommt in eine normale Werkbank rein. Und dann. Der kommt bei dir weg und dafür. Ich mag auch diese Werkbank, die sind so detailliert. Auch wenn die da gar nichts mitmachen, ist einfach schick. Das ist auch. Das ist auch das, was ich an Siedler 2, die nächste Generation, oder ach, allgemein bei der Siedlerreihe, jedenfalls die alten, wo die Männchen noch so knubbelig waren, was ich da so gerne gemocht habe, dass alles so liebevoll gestaltet war. Und dann sieht man hier die Baracke, die ich gebaut habe, die einfach nichts drin ist. Gut. Ja, haben wir eine neue Kolonie angefangen? Im Dschungel. So dschungelig sieht es jetzt zwar gar nicht aus. Aber, ja, noch läuft's. Noch keiner gestorben, außer der Bandit hier. Hier hole ich noch einer. Der fängt schon an zu riechen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch bei diesem Mal dabei zugesehen habt, wie unsere Kolonie stetig wächst und wir das Empire stolz machen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei.
und sage einfach bis dahin. Ciao.